Hallo, wir sind jetzt beim letzten Tag von unserem Infoprojekt. Ja, wir haben ein sehr kreatives Vogelhaus, das jetzt leider in seine Einzelteile zerfallen ist. Ja. Das Dach ist abgefallen, die ganzen Butter lagen überall im Inforaum herum und ich durfte kreativ Steinchen sammeln gehen. Aber wir haben ja kein Vogelfutter dabei gehabt. Aber dadurch, dass wir den ganzen Dreck halt kleben mussten, haben die ganzen Servomotoren nicht gehalten. Es hat nicht funktioniert, dass sie dieses Dach heben sozusagen, wie geplant, weil wir wollten halt, dass wenn es zu warm in diesem Haus wird, dass sich das Dach hebt, dass die ganze Vogelfutterfunktion irgendwie nicht funktioniert hat, weil dafür auch alles nicht gehalten hat. Und ja, das sind auf jeden Fall Punkte, die nicht so gut gelaufen sind. Positive Punkte waren auf jeden Fall, dass wir frei arbeiten konnten, dass wir die Möglichkeit hatten, ja, halt einfach so selber mal zu bauen, selber zu programmieren, unsere eigenen Sachen, so Ideen, Entwürfe sozusagen vorzustellen. Und uns mit unserer Gruppe abzusprechen, auch wenn es nicht immer von Vorteil war, weil wir nicht immer ja, genug Leute waren. Einmal war ich zum Beispiel alleine und heute waren wir auch nur 2 von 4 Personen. So. Ja, das ist halt doof, weil so in der Gruppenarbeit, wo es halt wichtig ist, dass alle Leute da sind, dass wir halt nie alle da waren. So, das ist halt ziemlich ungünstig gewesen, weil wenn sobald eine Person schon gefehlt hat, war nicht mehr alles möglich, so zu machen und sowas. Und ja, ich glaube, das war der Eintrag für den heutigen Tag. Josi hat auf jeden Fall ziemliche Haarprobleme. Und ich würde sagen, das war's für heute. Tschüss! Ich nicht immer gegen so einen Vorteil. Ja, wir hatten dabei irgendwie, wo wir Sachen zusammenbauen sollen und dann dazu programmieren. Das ist scheiße, oder? Unser Vlog heute. Vlog. 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 Ich bin Mrs. Vlog.